So die Auswirkungen jetzt auf Großhadern von der Ukraine-Krise? Naja, wir haben eine Arbeitsgemeinschaft Ukraine-Hilfe installiert, wo unsere Mitarbeiter versuchen zu helfen, wo sie können. Wir haben bereits 4 Kinder aus der Ukraine übernommen, davon ein Kind, was sich mit den Eltern im Auto auf den ganzen Weg von Odessa über Rumänien bis ans Klinikum Großhadern gemacht hat. Und wir versuchen jetzt, Spenden einzusammeln unter unseren Mitarbeitern. Was ganz wichtig ist, unsere Mitarbeiter haben Wohnraum privat angeboten, wo wir ukrainische Familien unterbringen können. Und wir haben ein ganz eigenes Programm zur Stressbewältigung bei denen, die geschockt oder traumatisiert sind, weil wir bei uns auch 20 ukrainische Mitarbeiter im Klinikum haben, die sich darauf vorbereiten, ihre Landsleute hier zu empfangen und denen dann auch zu helfen.